Ich könnte weniger Stunden im Laden arbeiten und darf in deine Detektei einsteigen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Ist keine Arbeit für dich. Was soll ich zwischen den alten Schinken vermodern oder was? Ich möchte mal wieder was mit Menschen zu tun haben. Du verpasst gerade eine gute Gelegenheit. Kundschaft. Ja, bitte. Ich suche die Detektei Wilsberg. Da sind Sie ja genau richtig. Worum geht's denn? Meine Schwester, sie ist verschwunden. Was heißt denn verschwunden? Ich kann sie nicht mehr erreichen. Nicht zu Hause, nicht auf der Arbeit. Unsere Tante ist vor kurzem gestorben und gestern war die Beerdigung und Jessica ist nicht erschienen. Es passt überhaupt nicht zu ihr. Ich mache mir Sorgen. Waren Sie denn schon bei der Polizei? Ja, aber die sagen, dass sie vorläufig nichts unternehmen können, solange nicht 48 Stunden vergangen sind. Ich möchte, dass Sie Jessica suchen. Gibt's denn Gründe für ihr Verschwinden? Naja, Jessica hat Probleme mit ihrem Mann. Sie will Rainer verlassen. Warum behandelt er sie schlecht? Alex. Wieso? Ist eine berechtigte Frage. Gibt's einen anderen Mann? Ja, aber Jessica will seinen Namen nicht verraten. Es könnte also sein, dass sie mit dem neuen Freund weggefahren ist, ohne jemandem was davon zu sagen. Ja? Nein. Jessica ist meine jüngere Schwester, die würde sowas nicht tun, ohne es mir vorher zu erzählen. Gerade jetzt nicht. Manchmal täuscht man sich auch in Menschen, gerade wenn sie einem nahestehen. Also selbstverständlich sind wir bereit, den Fall zu übernehmen. Wir brauchen allerdings noch einige Angaben. Danke. Ich habe alles aufgeschrieben. Jessica wohnt in Mauritz. Foto. Dann brauchen wir noch Ihre Adresse und der Tarif beträgt 40 Euro die Stunde plus Spesen und 300 Euro im Voraus. Ich habe leider nicht viel dabei. Reicht das für den Anfang? Ja, ich denke schon. Danke. Wiedersehen. 60 Euro, ey. Hast du prima hingekriegt. Wieso? Wenn du keinen Bock hast, kann ich den Fall auch übernehmen. Dazu fehlt dir die Erfahrung. Ja, woher soll ich dich auch bekommen, wenn du mich nicht lässt? Wie willst du denn jetzt nach Mauritz kommen? Du weißt ja gar nicht, welchen Bus du nehmen musst. Mist. Das ist selbstverständlich, Frau Schäfer. Ich habe das Bauvorhaben ja von Anfang an betreut. Vor Ort. Jetzt? Warum nicht? Ich könnte in einer halben Stunde da sein, ja? Hallo, Manni. Oh, das tut mir leid. Nee. Ich habe jetzt einen dringenden Termin. Komm. Du kennst dich schon im Nahverkehr viel besser aus. Eben. Und die Busverbindungen nach Mauritz sind nicht besonders gut. Nach Mauritz? Ja, da ist es so langweilig. Da ist es schon eine Sensation, wenn Müll an umgibt. Da willst du doch bestimmt nicht hin, oder? Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht über das Altwerden? Wie meinst du das? Na, wenn uns das Treppensteigen schwerfällt und das Einkaufen. Geht's dir nicht gut? Ja, mir geht's ausgezeichnet, aber wir müssen auch an später denken, weißt du? Naja. Ja, ich plane da in Mauritz ein ganz interessantes Projekt. Seniorenfreundliches Wohnen. Rollstuhlgerecht mit einer kleinen, schnuckligen Sozialstation. Super, Manni. Ja, wir können uns ja natürlich auch eine Haushälterin nehmen, von meiner Pension leben und zusammenziehen. Dann lieber früh sterben. Das Projekt, das du planst? Klar, was denkst du denn? Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Das Projekt ist ja quasi mein Baby. Guten Tag. Manni. Er kommt für eine halbe Stunde. Kauf dir endlich mal ein eigenes Auto, ja? Gute Idee. Können wir anfangen, Herr Höch? Ja. Wilsberg. Ich komme wegen des Autos. Wieso? Ihre Frau will mir ihr Auto verkaufen. Jessica Wiedemann ist doch ihre Frau, oder? Jessica, wie was? Hat sie nichts davon erzählt? Meine Frau ist nicht da. Ja, und das Auto? Mit dem ist sie weggefahren. Wiedersehen. Hören Sie, ich bin extra aus Münster hierher gefahren. Ich habe sie nicht eingeladen. Dann ist ihre Frau bestimmt bei ihrem Freund, oder?
Wollen Sie, dass Ihre Nachbarn das mitbekommen? Und wie war's? Was? Na, die Party. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Sie hat gesagt, falls sie nicht zu Hause ist, dann sei sie bei diesem, Jessicas Freund ein Maler? Verschwinden Sie. Ich verstehe ja, dass Sie die Bilder abgehängt haben. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Sie sollen verschwinden, Scheiße nochmal. Sagen Sie mir einfach seinen Namen und ich bin schon weg. Raus! Okay, okay. Es geht ja nur um das Auto. Raus. Was wollen Sie denn eigentlich mit so einem kleinen Japaner? Ist für meine Tochter. Hm. Meine Frau hat kein japanisches Auto. Bänken und so weiter und so weiter und so fort. Schön. Und das ist alles in trockenen Tüchern, ja? Ja, die Planung steht, die Finanzierung ist gesichert. Es gibt noch ein kleines Problem, aber... Und welches? Das Haus hier muss noch abgerissen werden. Die meisten Mieter sind schon ausgezogen. Der Rest ist auch bereit auszuziehen, bis auf eine alte Dame. Und was ist mit der alten Dame? Ich habe sie mehrfach angeschrieben. Sie antwortet nicht. Das sollte ziemlich rasch geklärt werden, bevor die Presse davon Wind bekommt. Finden Sie nicht auch? Natürlich, ja. Was halten Sie davon, mit der alten Dame zu sprechen? Gut. Gut. Jetzt? Was kann ich für Sie tun? Ich suche Jessica Wiedemann. Ihr Mann sie geschickt. Jetzt hören Sie mal, es ist kein Grund, handgreiflich zu werden. Das hatte ich auch nicht vor, wenn Sie mir sagen, wo sie ist. Das alles ist ein Missverständnis. Jessica hat von Anfang an mehr von unserem Verhältnis erwartet als ich. Ich hatte nie vor, meine Ehe aufzugeben. Ach, so war das. Jessica verlässt ihren Mann, kommt zu Ihnen und Sie sagen, oh nein, danke, Liebling, war gar nicht so gemeint. Nein, so war das nicht. Sondern... Wir haben uns einige Tage nicht gesehen. Und das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, da war sie in einer Art Aufbruchsstimmung. Wollte ihren Job als Arzthelferin aufgeben und von vorne anfangen. Wo ist sie jetzt? Das weiß ich nicht. Ehrlich. Rufen Sie mich an, wenn sie sich bei Ihnen meldet. Ja, klar. Ach, das blaue Auge. Hat Ihnen Jessicas Mann das verpasst? Nein, das war meine Frau. Holtgräfe. Tja, sieht so aus, als wenn die alte Dame nicht da wäre. Sieht so aus. Hm. Dann sollten wir morgen nochmal wiederkommen. Sicher. Mensch, Georg, wo bleibst du denn? Der Freund ist wohl ein bisschen unzuverlässig, was? Ach, eigentlich kenne ich ihn so gar nicht. Wenn Sie wollen, können Sie mit mir fahren. Ja, gerne. Ist nett. Hallo? Entschuldigung. Sie sehen aus, als hätten Sie was mit dem Neubau zu tun. Die Planungen werden bei der Stadt von mir geleitet.
Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, was es für alte Leute bedeutet, wenn sie aus ihren Wohnungen vertrieben werden? Wir schaffen Ihnen ja hier ein besseres Zuhause. Ja, aber viele können sich so eine Seniorenresidenz gar nicht leisten. Oder wollen nicht weg. Die leben seit 30 Jahren oder länger hier. Die verkraften das nicht, dass sie hier raus sollen. Begreifen Sie jetzt, warum wir unbedingt mit der alten Dame reden müssen? Morgen. Morgen? Es ist fast Mittag. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht mehr so viele Stunden im Laden arbeiten werde. Na, für den Fall, dass du in meine Detektei einsteigst. Aber du steigst ja nicht in meine Detektei ein. Und schon Fortschritte im Fall Jessica Wiedemann? Nein. Wo ist denn der Zettel mit der Adresse von Ihrer Schwester? Susanne Diepenbrock. Na hier, da, wo alles hingehört. Danke. Hast du mal darüber nachgedacht, eine vernünftige Klientendatei anzulegen? Quatsch! Kommen Sie rein. Wissen Sie, wo Jessica steckt? Leider nein. Hatten Sie einen Unfall? Ach. Fahrradfahrer hat mich angefahren, ist halb so schlimm. Nur eine Verstauchung. Ich komme schon zurecht, auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Kann ich Ihnen behilflich sein? Na gut, ich habe eine Aufgabe für Sie. Namens Biereichel? Nein, wer soll das sein? Jessicas Freund. Könnte sein, dass er irgendwo ein Ferienhaus hat, in dem Jessica sich versteckt hat. Was soll ich jetzt machen? Passen Sie auf, dass die Zwiebeln nicht anbrennen. Dann geben Sie das Hackfleisch und dann die Tomaten in die Pfanne. Selbst wenn es so ist, wie Sie sagen, ich begreife einfach nicht, warum Jessica nicht zur Beerdigung unserer Tante erschienen ist. Wohin ist Ihre Tante eigentlich gestorben? Die war alt und krank. Eins spricht allerdings für ihre Vermutung, dass Jessica sich versteckt. Unsere Tante hatte jede Menge Bargeld im Haus, weil sie den Banken misstraute. Aber nach ihrem Tod war das Geld verschwunden. Und glauben Sie, Jessica hat's genommen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Andererseits frage ich mich, was ich wirklich über Jessica weiß. Die haben wir im Wagen gefunden, der oben auf dem Weg steht. Jessica Wiedemann. Und sie war verheiratet. Ach, das wissen Sie. Ihre Schwester war gestern im Präsidium. Wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber Sie kennen ja die Vorschriften. Und da haben Sie erfahren, dass sie verheiratet ist? Ja. Warum meldet die Schwester Sie vermisst und nicht der Ehemann? Komisch. Also schaffen Sie den Ehemann mal her. Okay. Was mache ich mit der Schwester? Ruf ich selber an. Gut. Oberbeck. So. Ich gehe dann mal. Das Essen reicht für zwei. Ich würde mich freuen, wenn Sie bleiben. Ja? Was? Wo? Was ist passiert? Jessica ist tot.
Alles in Ordnung, wie du meinst? Alles nur Routine. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Sie ist seit 36 bis 48 Stunden tot. Die Druckspuren am Hals deuten darauf hin, dass sie erwürgt wurde. Allerdings sind an ihren Händen und Fingernägeln keine Kampfspuren zu erkennen. Ja, und was sagt mir das? Normalerweise kratzt und schlägt man um sich, wenn man gewürgt wird. Vielleicht ist sie vorher betäubt worden. Näheres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Den Satz habe ich schon mal gehört. Sehen Sie das? Die Holtgräfe ist wohl verreist. Was haben Sie denn jetzt vor? Wenn man verreist, bestellt man ja wohl die Zeitungen ab. Meinen Sie nicht? Sie durch. Was machst denn du hier? Ich bin nur der Chauffeur. Aha. Elsberg, das Prinzip Zufall. Wer der Mörder ist, weißt du schon, ne? Sollst dich um den Ehemann kümmern. Mit der Ehe stand's nicht zum Besten. Danke für den Tipp. Das wusste ich schon. Warum fragst du dann? Sagen Sie, was wollte Ihre Schwester hier? Wissen Sie das? Wollte sie jemanden treffen? War sie Anna, mit du siehst doch, sie ist nicht in der Lage, Fragen zu beantworten. Können Sie morgen ins Präsidium kommen? Ja. Kann ich Sie jetzt nach Hause fahren? Ja, bitte. Ach, und Georg? Ja. Nix. Scheint friedlich gestorben zu sein. Hier steht die Nummer vom Hausarzt. Den sollten wir dazu holen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir haben Schuhspuren gefunden, die vom Täter stammen könnten. Gut, danach nehmt ihr euch bitte das Auto von der Wiedemann vor. Gründlich. Halt, wo ist denn der Oberbeck? Der ist zum anderen Todesfall gerufen. Und wo ist bitte der Ehemann, dieser Rainer Wiedemann? Er ist verschwunden. Ist nicht wahr. Fahndung. Und ich will, dass jeder Streifenpolizist ein Foto von ihm hat. Wird gemacht, Chef. Guten Tag. Dr. Thalheim, ich bin der Hausarzt von Frau Holtgräfe. Guten Tag. Danke, Sie können gehen. Weshalb war sie bei Ihnen in Behandlung? Frau Holtgräfe hat ein schwaches Herz.
Gibt's irgendwelche Anzeichen für Fremdeinwirkung? Nein, noch was. Die ist eines natürlichen Todes gestorben. Herz-Kreislauf-Versagen. Es tut mir leid, aber meine Sprechstunde läuft noch. Wenn Sie irgendwelche Fragen ja, haben... Ja, geht klar. Ach, denken Sie bitte an den Totenschein. Ja, ja, selbstverständlich. Falls Sie diesen Mann sehen, verständigen Sie uns sofort. Warte mal. Das ist doch der Mann, den ich vor Wiedemanns Haus gesehen habe. Ja, logisch. Der wohnt ja auch da. Sag mal, und den hast du einfach laufen lassen? Woher sollte ich denn wissen, dass der ein Mörder sein soll? Komm jetzt. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ich mache ihn einen. Gerne, danke. Ah, was sagen Sie zu dem Tod der alten Frau in Mauritz? Woher wissen Sie davon? Sie soll die Aufregung wegen des erzwungenen Umzugs nicht verkraftet haben. Wir bauen Wohnungen speziell für alte Leute. Ach, und vorher werden die, die dort leben, aus ihren Wohnungen vertrieben. Natürlich muss auch mein altes Haus abgerissen werden. Und dafür... Dabei gehen Sie über Leichen. Das sind doch alles nur Gerüchte und wilde Spekulationen. Daran werden wir uns nicht beteiligen. Genau. Sie werden die Fragen noch beantworten müssen. Meine Wien können wir jetzt... Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wofür? Ist mir furchtbar peinlich, aber ich kann Ihre Dienste nicht bezahlen. Ich habe keinen Job mehr, weil ich in meinem früheren Beruf nicht arbeiten kann. Machen Sie sich über mich keine Gedanken. Ich habe es gern getan. Alex! Alex! Was wollen Sie denn hier? Ich muss mit Ihnen sprechen. Sie müssen nicht mit mir sprechen, sondern mit der Polizei. Ich habe Jessica nicht umgebracht. Ich weiß, dass alles gegen mich spricht. Aber ich hätte ihr nie was antun können. Was wollen Sie dann von mir? Ich brauche jemanden, der mir hilft. Die Polizei wird versuchen, mir den Mord anzuhängen. Oder ohne Hilfe bin ich verloren. Tut mir leid, ich habe schon eine Klientin. Räumen Sie schon mal den Tisch ab. Wagen 28 an Zentrale. Aber Sie haben doch auch eine Freundin. Ja, klar. Eheprobleme wie überall. An dem Abend, Jessica und ich, wir hatten einen heftigen Streit. Er hat gesagt, liebt mich nicht mehr. Aus zwischen uns. Dann ist er ja aus dem Haus gegangen. Und Sie sind ihr gefolgt? Nein, bin ich nicht. War völlig fertig. Wollte bei Susanne übernachten. Aber da ist sie nie angekommen. Mehr weiß ich nicht. Glauben Sie mir, ich habe sie nicht umgebracht. Hat Jessica das Geld ihrer Tante genommen? Was? In der Wohnung der alten Dame gab es eine Menge Bargeld. Nach ihrem Tod war es weg. Woher wissen Sie das? Hat Jessica es genommen oder nicht?
Nein, sie dachte, Susanne hätte es. Ich habe gesagt, lass sie das nicht gefallen. Schließlich gehört ihr die Hälfte. Also ich meinte, Susanne braucht es nötiger. Hände auf den Tisch! Rainer Wiedemann, wir verhaften Sie wegen des Verdachts des Mordes an Ihrer Frau Jessica. Sie haben das Recht zu schweigen und sogar einen Anwalt zu nehmen. Alles, was Sie von jetzt ab sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Ich bin kein Mörder. Darüber sprechen wir im Präsidium. Glauben Sie mir das? Kommen Sie! Los jetzt! Hallo, Georg. Hallo, Anna. Na? Ich wollte ihn überreden, sich zu stellen. Natürlich. Allerdings glaube ich nicht, dass er der Mörder ist. Würde mich wundern, wir wären einmal einer Meinung. Habt ihr den Tod von Jessica Tante mal untersucht? Wozu? Vielleicht besteht ja eine Verbindung zum Mord an Jessica. Welche? Die alte Dame wurde bestohlen, vor oder nach ihrem Tod. Die alte Dame ist meines Wissens eines ganz natürlichen Todes gestorben. Diebstahlsanzeige liegt nicht vor, ist nicht mein Bier, Georg. Ach, Anna, was ist mit meiner Tür? Hattest du Besuch? Overbeck. Hatte keine Zeit anzuklopfen. Was hat denn Overbeck hier gesucht? Den Mörder von Jessica. Jessica ist tot? Ja. Und ich muss weg. Rainer Wiedemann ist verhaftet worden. Hat er gestanden? Nein. Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er Jessica ermordet hat. Übrigens hat Jessica geglaubt, dass Sie das Geld Ihrer Tante genommen haben. Ich? Ist doch Unsinn. Aber wenn Jessica es nicht hatte und ich es auch nicht habe? Dann muss es jemand anders gestohlen haben. Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte? Nein. Ich habe Probleme mit der Wirbelsäule. Ich muss regelmäßig Übungen machen, wenn ich mir nicht gerade den Arm verstaucht habe. Aha. Ich habe Osteoporose. Das ist doch diese Krankheit. Eine Krankheit, unter der vor allem alte Frauen leiden. Ja, und in seltenen Fällen ist sie eben auch genetisch verursacht. Entschuldigung, dass ich so blöd frage. Keine Ursache. Bei Osteoporose nimmt die Knochendichte ab. Und man bricht sich leichter den Arm. Manchmal genügt eine falsche Bewegung. Dann sind Sie gar nicht vom Fahrradfahrer angefahren worden. Ich bin versehentlich gegen einen Türrahmen gestoßen. Ich würde mir gerne die Wohnung Ihrer Tante ansehen. Was wollen Sie da suchen? Das weiß ich erst, wenn ich es gefunden habe. Tod aus Verzweiflung. Wurde alte Frau durch Bauprojekt in den Tod getrieben? Oder hier? Manchmal müssen Leute auch aus ihren Wohnungen vertrieben werden, sagt Bauamtsmitarbeiter Manfred Höch. So habe ich das nicht gesagt. Warum haben Sie überhaupt was gesagt? Ja, weil... Der Schreiber hatte von vornherein die Absicht, uns eins auszuwischen. Wie auch immer. Wir wollen das Bauprojekt als Segen verkaufen und nicht als Fluch. Also sorgen Sie dafür, dass die Sache wieder gerade gerückt wird. Natürlich. Wie? Ja, was weiß ich. Finden Sie heraus, dass die Frau schon lange todkrank war. Beschaffen Sie Zeugen, die behaupten, dass sie gerne umgezogen wäre. Tun Sie, was nötig ist, aber halten Sie mein Dezernat aus negativen Schlagzeilen heraus. Danke, das ist vorläufig alles. Haben Sie schon was gefunden? Wer ist denn Margot Reimers? Die Nachbarin. Und Dr. Thalheim? Der Hausarzt meiner Tante. Hat Jessica nicht bei einem Arzt gearbeitet? Ja, bei Dr. Thalheim. Und warum wollte sie kündigen? Sie wollte kündigen? Davon hat sie mir überhaupt nichts erzählt. Irgendeine Idee, was wir tun können? In dem Zeitungsartikel wird eine Helga Kentrup zitiert. Mhm.
Ich denke, wir sollten uns schnellstens mit ihr in Verbindung setzen. Jetzt? Ja. Kann ich Sie irgendwo absetzen? Ich kann mich nach Hause bringen. Susanne. Mein Beileid. Danke. Der Tod ihrer Schwester muss sie schrecklich getroffen haben. Mein Gott, so viel Unglück. Erst ihre Tante, jetzt ihre Schwester. Ja. Entschuldigen Sie mich. Ich muss noch zu Frau Reimers. Der geht's heute auch gar nicht gut. Frau Kentrup ist sowas wie der gute Engel des Viertels. Sie hilft alten Leuten. Für meine Tante hat sie auch manchmal Besorgungen erledigt. Was haben Sie jetzt vor? Wir wollen mit Dr. Thalheim reden. Vorsicht! Sie müssen jetzt hier nicht den Beschützer spielen. Es gibt keinen Grund, mich wie ein rohes Ei zu behandeln. Tut mir leid. Ja, mir tut's leid, dass ich Ihnen überhaupt von meiner Krankheit erzählt habe. Nee, war mein Fehler. Soll ich Sie jetzt nach Hause fahren? Ich gehe lieber zu Fuß. Ich möchte noch ein bisschen frische Luft schnappen. Mein Freund, weil Sie glauben, ich verdächtige Sie. Weit gefehlt. Ich halte Sie für den Täter. Sie haben kein Alibi. Sie haben ein verdammtes Motiv. Sie, nur Sie können es gewesen sein. Sie irren sich. Ich habe Jessica nicht umgebracht. Gut, haben Sie einen Vorschlag? Wer soll es gewesen sein? Das weiß ich nicht. Raus! Okay. Das Ganze nochmal von vorn. Ja, Kirsten, wie immer, Ansatzfarbe, Spitzenschein. Was? 7:30 Uhr morgen, na gut. Im Obduktionsbericht steht, dass Jessica Wiedemann mit einer Chemikalie betäubt worden ist, die landläufig auch bekannt ist unter dem Namen K.O.-Tropfen. Aha, dann war es einfach für den Täter, sie zu erwürgen. Die Spurensicherung hat Jessicas Wagen untersucht. Aufgrund der Kleiderfasern lässt sich rekonstruieren, dass sie auf der Beifahrerseite gelegen hat. Dann war sie entweder betäubt oder schon tot, als der Täter sie in den Wald gefahren hat. Allerdings hat der Täter keine Fingerabdrücke hinterlassen. Das ist aber noch nicht alles. Es wurden noch einige Hundehaare gefunden. Aber Wiedemanns haben doch gar keinen Hund. Nee. Aha. Ja, und was für ein Hund? Das rauszufinden, das wird nicht so einfach sein. Dann wird's schwierig. Sie schaffen das schon, Overbeck. Guten Tag. Tag. Ich würde gerne Dr. Thalheim sprechen. Caroline? Herr Thalheim, da möchte Sie jemand sprechen. Es geht um Jessica Wiedemann. Sind Sie von der Polizei? Nee. Ich bin Privatdetektiv, aber ich arbeite für Jessicas Familie. Ja, dann kommen Sie bitte mit. Ich habe schon von dem Mord gehört. Es tut mir sehr leid. Allerdings weiß ich nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Mich würde interessieren, warum Sie kündigen wollte. Das hatte wohl mehr persönliche Gründe. Und was heißt das konkret? Ja, sie wollte sich einfach verändern. Örtlich und beruflich. Weg von ihrem Mann in einer anderen Stadt, neu anfangen. Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen? Das war vor circa einer Woche, hier in der Praxis. Sie hat sich völlig normal verhalten, eigentlich wie immer. Sie waren auch der Hausarzt von Jessicas Tante? Ja, richtig. Gab es da irgendwelche Zweifel an einer natürlichen Todesursache? Nein, sie ist an altersbedingten Krankheiten gestorben. Mehr kann ich Ihnen allerdings zu diesem Fall nicht sagen. Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch über den Tod hinaus, aber das wissen Sie sicherlich. Danke, Herr Doktor. Gern geschehen. Ach, haben Sie Jessica gut gekannt? Wir waren befreundet. Aha. Caroline, kommen Sie bitte mal. Sofort.
Jessica sich bedroht? Nein. Gut, sie hatte Ärger mit ihrem Mann, das schon, aber bedroht, naja, fühlte sie sich nicht. War irgendwas auffällig in ihrem Verhalten? Nein. Nichts Wichtiges. Es gab einen Streit, circa eine Woche vor ihrem Tod. Mit wem? Mit einer Frau, die Jessica Santa betreut hat. Frau Kentrup? Kennen Sie? Flüchtig. Worum ging es bei dem Streit? Jessica wollte, dass sich Kentrup von ihrer Tante fernhält. Aber Kentrup hat sich geweigert. Das könnte die Tante schon selbst entscheiden, hat sie gesagt. Was hatte Jessica gegen die Kentrup? Kentrup kümmert sich um alte Frauen, alleinstehende alte Frauen. Verstehen Sie? Da fallen schon mal großzügige Geldgeschenke ab. Oder sie lässt sich eben als Erbin einsetzen. Was hat die Kentrup in der Praxis gemacht? Sie besorgt auch die Medikamente für die Frauen. Dann wusste Jessica, um welche Patienten die Kentrup sich kümmert. Ja. Mal angenommen, jemand hilft beim Tod der alten Leute ein bisschen nach. Wie meinen Sie das? Normalerweise unterschreibt doch der Hausarzt oder der Notarzt den Totenschein, oder? Worauf wollen Sie denn hinaus? Würde es dem Hausarzt auffallen, wenn die alten Leute krank sind und der Mörder sich geschickt genug anstellt? Nee. Vom Teufel spricht. Frau Heukrewe ist tot. Und niemand wird sie uns zurückbringen. Es wird Ihnen nicht gelingen, sich da rauszureden. Sie tragen die Verantwortung. Moment. Hier müssen mal die Fakten geklärt werden. Es sind ein paar schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden. Zu Recht, junge Frau, zu Recht. Und ich habe Sie gewarnt, nicht wahr? Ja, ja, aber... Komm, Rosi, wir kümmern uns lieber um Menschen, die das verdient haben. Komm. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Jetzt? Ich hoffe nur... Was? Ach, werden wir sehen. Sie meinen, Ja, sie könnte sich an die Journalisten wenden. Bitte? Warum laufen Sie mir nach? Vielleicht sollte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Das müssen Sie nicht. Ich hätte auch nicht so allergisch reagieren müssen. Stimmt. Meine Schwester war viel lockerer als ich. Ich habe sie immer beneidet. Ich konnte jeden Typen um den Finger wickeln. Können Sie doch auch, wenn Sie wollten. Vielleicht habe ich ja Angst, dass ich mir im entscheidenden Moment eine Rippe breche. Das reden Sie sich nur ein. Schon möglich. Und Sie? Sie sind doch auch allein. Sieht man mir das schon an? Gehört das nicht zum Repertoire des zynischen Privatdetektivs? Sie lesen zu viel Romane. Vielleicht. Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Ich bin auf was gestoßen, was ich unbedingt überprüfen muss. Also doch nur ein Privatdetektiv. Na? Lernst du für die theoretische Prüfung? Ich würde auch gerne praktische Erfahrung sammeln, aber lässt mir keine Chance. Es gäbe ja vielleicht eine Möglichkeit. Hey, hast du es dir anders überlegt? Okay, wen soll ich beschatten? Ich habe da eine andere, sehr interessante Aufgabe für dich. Ja, welche? Du suchst dir im Stadtarchiv die Todesanzeigen der letzten 6 Monate raus. Ich brauche die Namen aller verstorbenen Frauen, die in Mauritz gelebt haben. Na, das ist ja eine super Aufgabe. Steht das da nicht drin? Das A und O der erfolgreichen Detektivarbeit ist die beinharte Recherche. Und was machst du in der Zwischenzeit? Etwas, das in keinem Lehrbuch steht. Entschuldigung.
Geschichte nicht daran, hm? Haben Sie das gelesen? Seite 7. Seite 5. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Wir haben... Haben Sie nicht gesagt... Habe ich gesagt, Sie sollen eine Zeugin bedrängen, einschüchtern, unter Druck setzen? Aber das haben wir doch gar nicht. Das spielt keine Rolle, es steht hier und das ist entscheidend. Ich habe lange genug Geduld mit Ihnen gehabt, aber jetzt haben Sie den Bogen überspannt. Der Oberbürgermeister hat mich schon angerufen und gefragt, ob ich meinen Laden noch im Griff habe. Es müssen Konsequenzen gezogen werden, um weiteren Schaden abzuwenden. Verstehen Sie? Nein, nein. Einer von Ihnen beiden muss die Verantwortung für das Desaster übernehmen. Ich bin kein Unmensch, ich überlasse Ihnen selbst die Entscheidung. Und erwarte heute noch eine Antwort. Einer von uns soll das Bauernopfer abgeben. Ich hätte nichts dagegen. Dankeschön. Ich meine, wenn ausnahmsweise mal nicht ich. Ich bin in der Probephase. Sie sind Beamter. Wenn Sie Mumm haben, nehmen Sie die Sache auf sich. Und wenn ich keinen Mumm habe? Der Chef des Presseamtes mag mich. Und er spielt jeden Mittwoch mit Turmbrink Doppelkopf. Aha. Ihnen kann doch auch gar nichts passieren. Sie werden höchstens in ein anderes Amt versetzt. Und wenn in einem halben Jahr Gras über die Sache gewachsen ist, dann sitzen Sie wieder hier. Bestimmt. Bestimmt. Mit Susannes Tante sind es jetzt 4 Frauen, die in den letzten 6 Monaten in Mauritz gestorben sind. Und alle wurden von der Kentrup betreut. Was wird's jetzt machen? Was ist denn los? Nichts. Abgesehen davon, dass meine Karriere beendet ist. Hattest du wenigstens Glück bei der Presseamtsfrau? Jetzt hör doch mal auf mit diesem Quatsch. Ah, verstehe. Nichts. Gar nichts verstehst du. Fährst die ganze Zeit meinen Wagen spazieren und verstehst nichts. Ich verliere meinen Job. Wieso hast du die Kaffeekasse geklaut? Witzig. Wirklich sehr witzig. Manni, komm schon. Was werfen Sie dir vor? Ich soll den Tod einer alten Frau auf dem Gewissen haben. Du? Ja. Weil ich so ein brutaler Sanierer bin, der bei seinen Bauprojekten über Leichen geht, nebenbei noch Zeugen einschüchtert. Wo hat denn die Frau gelebt? Wo habe ich das letzte Mal meinen Wagen gesehen? Moritz. Wann ist sie denn gestorben? Die Leiche wurde vor 2 Tagen gefunden, ausgerechnet von mir. Manni, wie hieß sie? Holtgräve, Rita Holtgräve. Das ist doch der Name, der auch auf der Liste von Kentrup steht. Dann haben wir jetzt 5 tote Frauen. Wieso, wovon redet ihr überhaupt? Kentrup, das ist doch die Presse auf mich gehetzt hat. Manni, ich glaube, ich kann dich da raushauen. Allerdings, schnell wird's nicht gehen. Heute noch, ja. Meinst du, der schafft es? Wir sind auf einer heißen Spur, Manni. Auf einer richtig heißen Spur. Wir? Was haben Sie jetzt auf dem Herzen? Ich möchte, dass Sie mir helfen. Wobei? Bei Ihren Ermittlungen? Interessiert Sie es nicht? Was? Wer meine Schwester ermordet hat? Ja. Natürlich interessiert mich das. Warum fragen Sie das? Sie können mir dabei helfen, den Mörder Ihrer Schwester zu überführen. Besser gesagt, die Mörderin. Wer soll das sein? Frau Kentrup. Die Kentrup? Ist die nicht völlig harmlos? Vielleicht sieht sie nur harmlos aus.
Einige der Frauen, die Kentrup betreut hat, sind in letzter Zeit gestorben. Ich nehme an, die Kentrup hat es auf das Geld der alten Damen abgesehen, wie bei ihrer Tante. Sie denken, die Kentrup hat gestohlen? Die Kentrup schnorrt, sie stiehlt, sie lässt sich als Erbin einsetzen. Irgendwann ist sie ungeduldiger geworden. Sie wollte nicht mehr warten, bis die alten Damen von selber sterben. Da hat sie angefangen, ein bisschen nachzuhelfen. Und warum ist das niemandem aufgefallen? Wer denkt beim Tod alter Leute schon an Mord, wenn denen kein Messer im Rücken steckt? Außerdem ist es jemand aufgefallen, ihrer Schwester. Und das wurde ihr zum Verhängnis. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Susanne, was für eine Überraschung. Tag, Frau Reimers. Das ist Georg Wilsberg, er ist Privatdetektiv. Ich würde gern mit Ihnen reden. Ja, kommen Sie bitte herein. Nein, das glaube ich nicht. Frau Kentrup ist ein so gütiger Mensch. Und dass Liesel, ich meine Frau Diepenbrock, so plötzlich gestorben ist, das hat wohl mit ihrem schwachen Herzen zu tun. Es geht nicht um eine tote Frau Reimers. Fünf Frauen, die Kentrup betreut hat, sind in letzter Zeit gestorben. Ihr gütiger Engel ist in Wahrheit ein Todesengel. Meinen Sie wirklich? Leider ja. Und Ihnen könnte das gleiche Schicksal blühen wie Ihrer Nachbarin. Wir müssen Sie stoppen. Und wie stellen Sie sich das vor? Ich will der Kentrup eine Falle stellen mit Ihrer Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Sie haben nichts zu befürchten. Ich werde die ganze Zeit in Ihrer Nähe sein. Und was soll ich machen? Herr Thunbrink, ich bitte um ein paar Tage Aufschub der Entscheidung. Herein. Herr Thunbrink, ich... Ich habe auch nichts anderes erwartet, Herr Höch. Ich wollte Sie eigentlich bitten... Wird schon nicht so schlimm werden. Die Zeitungen ziehen Sie ein paar Tage durch den Kakao und das war's dann. Noch was? Nee. Da ich mein Gespartes vielleicht sowieso nicht mehr ausgeben kann... Ach, sagen Sie doch nicht sowas. Sollte es wenigstens einem guten Zweck dienen. Sie kennen doch den Pfarrer. Pfarrer Brockhagen, ja. Der wird meine Spende bestimmt in die richtigen Hände weiterleiten. Sie bewahren das Geld doch nicht etwa hier im Haus auf. Das ist aber nicht sehr vernünftig. Ich weiß. Deshalb möchte ich ja, dass es bald passiert. Gut, ich werde den Pfarrer fragen. Noch etwas, Frau Kentrup. Ja? Würden Sie bitte so liebenswürdig sein und morgen zu Dr. Thalheim gehen und die Medikamente für mich abholen? Ich fühle mich nicht so gut. Natürlich, dafür bin ich doch da. Bis morgen. Bis morgen. Na, wie war ich? Haben Sie ganz prima gemacht. Vielleicht sieht man mir das nicht mehr an, aber ich war mal Schauspielerin, Stadttheater Bielefeld. Ich habe das Gretchen im Faust gespielt. Wirklich, Frau Reimers, ganz toll. Gut, ich gehe dann mal. Sie wollen schon gehen? Vor morgen früh haben Sie nichts zu befürchten. Und wenn mich die Kentrup heute Nacht überfällt? Das halte ich für ausgeschlossen. Ich aber nicht. Ich glaube, Sie haben keine Chance. Aber es ist ja schließlich auch Ihr Job. Sehe ich auch so. Aber mich brauchen Sie ja nicht. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke. Ach, Susanne. Warten Sie bitte. Ich habe hier noch ein paar Briefe von Ihrer Tante, die im Briefkasten lagen. Danke. Und wir beide können uns ja heute Abend das Volksmusikfestival im Fernsehen anschauen. Soll ich schon immer mal sehen. Müssen Sie denn schon Ihre Sachen packen? Ich nehme ein paar Tage Resturlaub und dann mal sehen, wo ich hinkomme. Sie wissen noch gar nicht, wohin? Nee. Katasteramt, Müllentsorgung, Friedhofsamt. Ja, das kann ja auch ganz spannend werden, nicht? Sicher. Ich werde Sie besuchen. Egal, wohin man Sie versetzt. Ich gebe Ihnen Bescheid, wo Sie mich vergraben haben. Alles Gute. Ja? Georg, wo bist du? 6 Brötchen. Okay. Wo soll ich hinkommen?
Alles klar. Ihr Chef kann ja so charmant sein. Ja, ich hörte davon. Der Todesengel ist im Anmarsch. Denken Sie, dann schlucken Sie keine der Tabletten, die Kentrop Ihnen gibt. Ja, ich bin ja nicht blöd. Alex, das Tablett. Schnell. So, ich habe alles dabei. Von diesen hier sollen Sie sofort eine nehmen. Stellen Sie die Dose erstmal auf den Tisch. Sofort, hat der Doktor gesagt. Ich bin ja nicht völlig senil. Ich werde schon eine nehmen. Keine Sorge. Hey. Oh. Oh mein Gott, Frau Reimers, was ist los? Sind Sie in Ordnung? Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Ich sollte sofort eine von diesen Tabletten nehmen. Ja. Würden Sie mir bitte ein Glas Wasser holen? Natürlich. Dankeschön. Geht's Ihnen gut, Frau Reimers? Ja, ja. Vielleicht sollte ich doch den Doktor rufen. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Oh, oh. Das tut mir leid. Wie ungeschickt von mir. Na, sehen Sie, war doch gar nicht so schlimm. Hm? Frau Reimers, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Aber ja. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Oh nein, vielen Dank. Alles Gute. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh. Puh, das war knapp. Nimm die Tablette. Ich dachte schon, die will die Tabletten in den Mund stopfen. Bring die zu Anna, die soll im Labor untersuchen lassen, was drin ist. Okay, Chef. Und wie geht das jetzt weiter? Sie rufen in einer halben Stunde die Kentrop an und sagen ihr, dass es ihnen plötzlich unheimlich schlecht geht. Kriegen Sie das hin? Oh, das kann ich mir besser vorstellen, als mir lieb ist. Dich hat doch Georg geschickt. Das ist eine typisch blöde Idee von Georg. Diesmal nicht. Overbeck. Overbeck. Ja? Dringend. Gesamte Giftanalyse. Abgesehen von dem, was sowieso drin ist. Wenn Overbeck versucht, witzig zu sein. Und wie soll die Kentrop in die Wohnung kommen? Haben Sie mal einen Schlüssel geliehen? Ja, ich glaube schon, als ich im Krankenhaus war, um die Blumen zu gießen. Wenn sie dies für dich sie halte, dann hat sie sich einen Nachschlüssel machen lassen. Toi, toi, toi. Nein, sie nicht, sie nicht. Das ist sie schon. Frau Reimers?
Tag, Frau Kentrup. Was machen Sie denn hier? Gegenfrage. Was machen Sie hier? Frau Reimers hat mich angerufen. Es ging ihr nicht gut. Und als erste Hilfe suchen Sie nach Geld. Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe die Telefonnummer von Dr. Thalheim gesucht. Ja, das sehe ich. Das geht Sie gar nichts an. Ich werde jetzt die Polizei anrufen. Gute Idee. Die werden sich sicher gern mit Ihnen unterhalten. Sie dachten wohl, ich wäre tot? Frau Kentrup? Hallo? Hören Sie mich? Wo bin ich? Sie wollten mich bestehlen, Sie scheinheilige Samariterin. So wie Sie Liesel Diepenbrock bestohlen haben und eventuell andere auch? Sie verstehen das nicht. Ich verstehe alles, das ist mein Beruf. Diese Frauen hatten niemanden. Ich habe mir nur genommen, was mir zustand. Und wenn die Damen nicht rechtzeitig gestorben sind, dann haben Sie ein bisschen nachgeholfen? Nein, das stimmt nicht. Ich habe doch niemand umgebracht. Aber Sie haben die Medikamente ausgetauscht. Georg. Was denn? Das ist gelogen. Ich habe den Frauen immer nur das gebracht, was Dr. Thalheim verschrieben hat. Sie müssen leider mit uns kommen, Frau Kentrup. Bitte. Bin ich jetzt verhaftet? Ja. Kommen Sie bitte. Frau Diepenbrock? Ja. Kommen Sie doch rein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe Jessica sehr gemocht. Mein Beileid. Danke. Setzen Sie sich drauf. Was kann ich für Sie tun? Ich habe Osteoporose. Oh. Sie wissen vermutlich, dass Osteoporose nicht heilbar ist. Ich denke trotzdem, dass Sie mir helfen können. Ich wüsste nicht wie. Geben Sie mir das Medikament, das ich bisher von Jessica bekommen habe. Jessica hat Ihnen ein Medikament besorgt? Ja. Aus Ihrer Praxis und es hilft mir. Da müssen Sie sich täuschen. Es gibt keine neuen Medikamente gegen Osteoporose. Vielleicht hat sie Ihnen ein Placebo gegeben, um Ihnen Mut zu machen. Das Labor sagt, die Medikamente sind sauber. Dann hat sie Kentrup eben auf andere Art gemacht. Dafür gibt's keinen Hinweis. Gewöhn dich doch an den Gedanken, dass die Kentrup zwar eine Diebin, aber keine Mörderin ist. Für den Mord an Jessica kommt sie ohnehin nicht in Frage. Wieso? Weil der Täter das Opfer in den Wald getragen hat, dazu ist die Kentrup nicht in der Lage. Aufgrund der Fußabdrücke gehen wir davon aus, dass es sich um einen Mann handelt, mittelgroß, mittelschwer. Dann hatte sie eben Komplizen. Wen denn? Ja, was weiß ich? Eben, du weißt es nicht. Der Täter hatte Schuhgröße 43, genau wie Wiedemann. Glaubst du immer noch, dass Wiedemann der Mörder ist? Klar. Es fehlt uns nur noch ein winziges Detail, um ihn festzunageln. Wir müssen nachweisen, dass er Kontakt zu einem bestimmten Hund hatte. Hund? Wieso Hund? Wir haben Hundehaare gefunden in Jessicas Auto. Aber die Kentrup hat doch einen Hund. Ein Dackel, Georg. Ein Dackel. Wir suchen keinen Dackel. Wir suchen einen Golden Retriever. Kentrup hat zwar das Geld ihrer Tante gestohlen, aber sie hat nicht ihre Schwester umgebracht. Aha, naja, immerhin ein Teilerfolg. Sie können stolz auf sich sein. Nein. Ich will rausfinden, wer ihre Schwester umgebracht hat. Sie glauben doch auch nicht, dass es der Ehemann war. Ah, und wenn das doch war, die Polizei wird ihre Gründe haben, ihn zu verdächtigen. Er war es aber nicht.
Hören Sie, Sie haben mehr für mich getan, als ich gehofft hatte. Und wenigstens kann ich Sie jetzt bezahlen, wenn ich das Geld bekomme, das die Kentrup gestohlen hat. Aber den Rest sollten Sie wirklich der Polizei überlassen. Ist alles in Ordnung? Ja. Entschuldigung. Die letzten Tage waren einfach ziemlich hart für mich. Ist schon gut. Ach, Ihre Tante, hatte die auch Osteoporose? Ja. Das Spiel ist noch nicht aus, Manni. Für mich schon. Quatsch! Ich habe versprochen, dass ich dir raushaue und dabei bleibst. Was willst du denn machen? Ich müsste wissen, woran die alten Damen gestorben sind und warum. Was die Holtgräve angeht, da sind die Presse und mein Chef sich einig. Ich bin schuld. Du hast dich doch erkundigt. Hatte die irgendwelche Krankheiten? Osteoporose, aber daran ist nicht gestorben. Vielleicht doch. Gib mir mein Handy. Praxis Dr. Thalheim, guten Tag. Ja, aber nicht hier. Gut, ich bin in einer Stunde da. Ist Ihnen klar, was für ein Risiko ich eingehe? Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch für mich. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Cappuccino, bitte. Ich, muss ja niemand erfahren. Wenn herauskommt, dass ich über Patienten rede, dann bin ich meinen Job los. Diese fünf Frauen, waren die bei Dr. Thalheim in Behandlung? Die Frauen sind tot, von denen haben Sie nichts zu befürchten. Von den Frauen nicht, aber von meinem Chef. Jessica wurde umgebracht. Ich glaube, das hat was mit den Frauen zu tun. Irgendwas stimmt da nicht. Helfen Sie mir rauszufinden, warum die sterben mussten. Bitte. Von zwei der Frauen weiß ich, dass sie an Osteoporose litten. Gilt das auch für die anderen? Aber daran sind sie nicht gestorben. Nein, soweit ich weiß, sind sie an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Und weiter? Weiter. Nachdem Sie mich angerufen hatten. Der Computer. Ich komme an die Daten nicht ran. Thalheim hat sie gesperrt. Kannte Jessica das Passwort? Vielleicht. Ich habe noch eine Frage. Susanne Diepenbrock. Ist sie Dr. Thalheims Patientin? Bis gestern war sie es nicht. Ich habe den Eindruck, Sie verstehen mich nicht. Es existiert kein neues Medikament, das ich Ihnen geben kann. Denken Sie lieber noch mal drüber nach. Sie wollen doch nicht, dass ich mich an die Ärztekammer wende. Ich fürchte mich nicht vor der Ärztekammer. Nein? Ich bin im Besitz von Informationen, die sehr unangenehm für Sie werden könnten. Was sollen denn das für Informationen sein? Patientendaten. Die von meiner Tante zum Beispiel. Dafür schuldest du mir was und das wird teuer für dich, Georg. Ich darf das überhaupt nicht. Du bist nicht einmal Anwalt. Oh, ich bin mal Anwalt gewesen. Das ist noch schlimmer. Ach, Anna. Ach, Sie. Haben Sie was rausgefunden? Noch nicht. Warum sind Sie hierher gekommen? Hören Sie mal auf, sich selbst zu bemitleiden. Habe wohl allen Grund dazu. Die Polizei macht ja nicht den leisesten Versuch, den richtigen Mörder zu finden. Ein paar Tage Untersuchungshaft sind nichts gegen das, was Sie erwartet, wenn Sie wegen Mord verurteilt werden. Schön, dass Sie mich daran erinnern. Ich wollte Sie motivieren, mir zu helfen. Vielleicht ist Jessica ja in der Praxis von Dr. Thalheim auf ein paar brisante Informationen gestoßen, was Osteoporose betrifft. Die Krankheit, an der auch Susanne leidet.
Brisante Informationen. Welche denn? Hast du mal irgendwelche Bemerkungen fallen lassen über alte Frauen in Mauritz? Nee. Das Einzige, was mir dazu einfällt... Ja? Jessica hat Susanne ein neues Medikament besorgt, das noch nicht auf dem Markt ist. Wie ist sie an das Medikament gekommen? Ärzte bekommen solche Probepackungen von Pharmafirmen. Hilft Ihnen das weiter? Vielleicht. Die Arzthelferin, mit der du dich im Schlosscafé getroffen hast, hat angerufen. Ihr ist noch was eingefallen. Am Tag nach Jessicas Verschwinden hat ein Brief im Postausgang der Praxis gelegen, der an Jessicas Tante gerichtet war. Der Inhalt hat sich angefühlt wie eine Diskette. Sie meinen, vielleicht habe das ja nichts zu bedeuten, aber naja, sie wollte es dir wenigstens mitteilen. Was ist das für ein Mittel, das Jessica Ihnen besorgt hat? Wer hat Ihnen davon erzählt? Das Medikament hat möglicherweise gefährliche Nebenwirkungen. Es geht um Ihre Gesundheit, vielleicht sogar um Ihr Leben. Ich glaube nicht, dass Sie was davon verstehen, Herr Wilsberg. Meine Werte haben sich verbessert. Ich will nicht mit 50 ein Krüppel sein. Ich glaube, Sie machen einen Fehler. Lassen Sie das ruhig meine Sorge sein. Was war auf der CD, die Jessica an Ihre Tante geschickt hat? Welche CD? Wovon reden Sie? Die war in dem Brief, den Frau Heimers Ihnen gegeben hat. Ach der, da war bloß eine Broschüre drin. Seien Sie vorsichtig. Ich möchte nicht, dass Sie so enden wie Ihre Schwester. Ich weiß Ihre Anteilnahme wirklich zu schätzen, Herr Wilsberg. Aber ich kann sehr gut auf mich alleine aufpassen. Was ist los? Kommst du mit dem Fall nicht klar? Der Fall macht mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Susanne Diepenbrock. Ich habe den Eindruck, dass sie sich selbst in Gefahr bringt. Man müsste sie im Auge behalten. Das kann ich doch machen. Quatsch, ich kenne sie doch. Müsste jemand machen, den sie noch nie gesehen hat. Wer soll es sein? Entschuldigung, ich hab... Moment, da war... Ist ja nichts passiert. Ja, ich hab... Ach. Aua, können Sie nicht aufpassen? Steht in einer Fachliteratur auf, wie man Passwörter von Computern knackt? Warum fragst du mich das? Ich bin da sogar zu blöd, um jemanden zu beschatten. Hab ich überhaupt nicht gesagt. Aber du hast es gedacht. Alex. Ich hab jetzt eh Feierabend. Also hast du so ein Programm oder nicht? Nur wenn du mich mitnimmst. Gibt's sowas nicht auf Diskette? Und du beteiligst mich in Zukunft an einer Ermittlung. Ich werde drüber nachdenken. Sagen Sie, verfolgen Sie mich? Ich? Nein, ich, ich kaufe immer hier. Und, wie gehen wir vor? Schnell rein, schnell wieder raus. Automatisch alle Passwörter mit maximal 5 Buchstaben. Den Computer free geliehen. Wenn das Passwort 6 Buchstaben hat? Ja, mit Pech gehabt. Warum hast du mir die CD nicht einfach mitgegeben? Hätte ich ja gemacht, aber dann hättest du mich nicht mitgenommen. So, geht los. Mach den Monitor aus. Komm.
Ja, Thalheim hier. Ich habe mir das Ganze doch nochmal überlegt und ich finde, wir sollten in Ruhe reden. Ich könnte in einer Viertelstunde bei Ihnen sein. Okay. Dann sehen wir uns im Ho Chi San. Ja. Bis gleich. Ist dein Job immer so spannend? Nee. Normalerweise eher langweilig und öde. Super Idee von dir. Mann, was kann ich denn dafür? Ich probier's nochmal. Weißt du, was das für eine Hunderasse ist? Golden Retriever. Tipp mal Sophia ein. Sophia? Warum Sophia? Es sind 6 Buchstaben. Ja. Frag nicht Tipp. Ey, woher wusstest du? Bauchgefühl. Steht in keinem Lehrbuch. Und jetzt zieht die Namen der alten Frauen ein. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay. Rufst du an? Susanne Diepenburg. Oh, warte mal, ich hab was. Thalheim hat wohl ein neues Medikament getestet. Dafür wahrscheinlich viel Kohle kassiert. Gegen Osteoporose. Steht da was über Nebenwirkungen? Nee, nur Zulassung beantragt. Obwohl doch, warte mal hier. Erhöht den Blutdruck, Komplikationen bei Herz-Kreislauf-Schwäche. Druck den ganzen Mist aus, wir müssen los. Und dass er nochmal wiederkommt? Nee, aber wir müssen zu dem Chinesen. Wieso? Weil ich glaube, ich weiß, mit wem er sich verabredet hat. Was soll dir denn im Restaurant passieren? Manni ist auch da. Eben. Sie können das Medikament bekommen. Gut. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Sie geben mir das Material, das Sie haben. Und zwar alles. Für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Die Daten behalte ich natürlich zur Sicherheit. Für den Fall, dass Sie es sich anders überlegen. Haben Sie schon gewählt? Bitte. Ich nehme die Ho Chi Ente. Für mich das Gleiche, bitte. Ich sehe ein, Sie haben die besseren Karten. Das sehen Sie richtig. Dann schlage ich vor, begraben wir jetzt unseren Streit. Ja? Und, ja, trinken einen kleinen Schluck drauf. Zum Wohl. Ich kann das Lokal nur empfehlen, Höch. Thunbrink. Kommen Sie, ich lade Sie ein. Ach, wissen Sie, das ist... Sie waren mir immer der Liebste meiner Mitarbeiter. Wirklich? Ja, so kompetent, so... Geht's Ihnen nicht gut? Ich weiß nicht. Mir ist schlecht. Ja, Entschuldigung, ich bin Arzt. Meine Frau weiß ganz genau, dass sie keinen Alkohol trinken darf, wenn sie ihre Medizin genommen hat. Ich parke hier hinterm Restaurant. Gibt es irgendwo einen Hinterausgang? Ich glaube, es ist besser, ich bringe sie nach Hause. Ja, geradeaus, rechts, hinter den Toiletten. Dankeschön.
Hier, das ist für Sie. Das ist zu viel. Ach, stimmt so, danke. Komm, Schatz, komm. Komm. Tut mir leid. So strebsam, so pünktlich, so... Was haben Sie mir ins Glas getan? Sie fantasieren. Wo wollen Sie mit mir hin? Das wirst du gleich sehen. Sie verstehen mich. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Wo ist sie? Da. Auf Toilette. War sie allein? Ja, nee, ich hatte so einen Mann getroffen. Den? Ja. Den sehe ich aber auch nicht. Ist mit dir gegangen oder so? Auf die Toilette? Idiot. Ja, ja was? Manni, das ist vermasselt. Alex, ich? Ruf Anna an. Soll sofort herkommen, du kommst mit. Ich? Jetzt frag mich, komm mit. Schönen Abend. Manni. Frau Diepenburg! Lassen Sie los, Thalheim. Für Sie immer noch Dr. Thalheim, klar? Die Frau muss ins Krankenhaus. Sie sehen doch, dass es ihr schlecht geht. Wenn Sie mich daran hindern. Wir werden dafür sorgen, dass sie ins Krankenhaus kommt. Bringen Sie rein, rufen Krankenwagen. Was hatten Sie mit ihr vor, Thalheim? Dasselbe, was Sie mit Jessica gemacht haben? Sie sind doch verrückt. Auf dieses Niveau lasse ich mich nicht herab. Dr. Thalheim hat Jessica Wiedemann ermordet, weil sie herausgefunden hat, dass er Handlanger einer skrupellosen Arzneimittelfirma ist. Diese Vorwürfe sind absurd. Der Mann hat eine blühende Fantasie. Ich werde sie wegen Verleumdung verklagen. Hier steht alles haarklein drin. 5 Frauen sind an den Nebenwirkungen des Medikaments gestorben, das sie im Auftrag der Firma getestet haben. Und obwohl sie genau wussten, wie gefährlich die Sache ist, haben sie nicht aufgehört, das Leben ihrer Patientin zu riskieren. Wir werden die Leichen ihrer Patientin exhumieren lassen und feststellen, woran sie gestorben sind. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass das Medikament tatsächlich zu unvorhersehbaren Komplikationen geführt hat, so beweist es doch noch lange nicht, dass ich Jessica Wiedemann ermordet habe. Du suchst doch einen Golden Retriever, oder? Was soll das jetzt? Wo haben Sie das Foto her? Ach, wir haben Haare eines Golden Retriever in Jessicas Wagen gefunden. Im Wald fanden wir Fußspuren und Fasern. Geben Sie sich keiner Illusion hin. Wenn Sie Jessica ermordet haben und haben sie im Wald abgelegt, werden wir Ihnen das nachweisen. Sie können Pluspunkte sammeln. Legen Sie ein Geständnis ab. Meine ganze Existenz stand auf dem Spiel. Meine Familie. Und da haben Sie sie umgebracht. So eine Kurzschlusshandlung. Ich habe es nicht geplant. Sie hatte mich angerufen. Dann haben wir uns in meiner Praxis getroffen und habe ihr Geld angeboten. Was interessierte sie nicht? Sie hätte alles vernichtet, was ich in vielen Jahren aufgebaut habe. Das konnte ich nicht zulassen.
Uhrbeck, bring sie ihn weg. Woher hast du eigentlich die Papiere und das Foto? Sie sind mir anonym zugespielt worden. Aha, das soll ich dir glauben. Sei froh, dass du endlich mal den Richtigen verhaftet hast. Du kannst ja froh sein, dass er ein Geständnis abgelegt hat. Ja. Hast du eigentlich schon was gegessen? Soll das eine Einladung sein? Ja, ja, natürlich. Was denn sonst los? Komm, jetzt zier dich nicht. Aber nicht chinesisch. Ehrlich gesagt, Herr Höch, ich war immer der Meinung, dass man Ihnen diese Sache nur anhängen wollte. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Selbstverständlich bleiben Sie im Bauamt. Da sind Sie am besten aufgehoben. Ich werde mit dem Leiter des Presseamtes reden und dafür sorgen, dass Sie in einer ausführlichen Pressemitteilung rehabilitiert werden. Oh, danke. Gestern, wie war das Doppelkopfspiel? Haben Sie gewonnen? Doppelkopf? Ich spiele kein Doppelkopf. Freut mich, dass Sie im Bauamt bleiben. Mich auch. Und das Ganze hat sogar geklappt ohne Doppelkopf. Hören Sie, es tut mir leid. Es war eine Notlüge. Ich hatte einfach Angst, dass ich nach der Probezeit nicht übernommen werde. Bin ich nachtragend? Überhaupt nicht mit Besuch gerechnet. Ich sehe bestimmt furchtbar aus. Nee, Sie sehen gut aus. Wie geht's Ihnen? Ging mir schon mal besser. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Aus meinem Laden. Das ist aber nett. Don Quixote wollte ich immer schon mal lesen. Der romantische Held. Wie geht's Ihrem Arm? Wird schon wieder. Es war so dumm von mir. Aber ich hatte so große Hoffnungen auf dieses neue Medikament gesetzt. Wird sicher bald ein besseres geben, ohne Nebenwirkungen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Setz nicht ein bisschen zu mir. Danke Ihnen. Eigentlich könnte jemand, der mir das Leben gerettet hat, mich auch duzen. Okay. Wenn ich wieder zu Hause bin, würde ich dich ganz zum Abendessen einladen. Gerne. Weißt du, das Erstaunliche an Don Quixote ist, alle dachten, er sei verrückt, aber... der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tartsche, einen hageren Gaul und einen Windhund zum Jagen haben. Eine Schüssel Suppe mit etwas mehr Kuh als Hammelfleisch darin, die meisten Abende Fleischkuchen aus den Überbleibseln vom Mittag, jämmerliche Knochenreste am Samstag, Linsen am Freitag, ein Täubchen als Zugang am Sonntag, das verzehrte volle drei Viertel seines Einkommens. Der Rest ging drauf für einen Wams von Plüsch, Hosen von Sammet für die Feiertage mit der zugehörigen Pantoffel von Feinstoff. Und die Wochentage schätzte er sich zur Ehre sein einheimisches Bauern. Thank you.
Jessicas Familie. Ja, dann kommen Sie bitte mit. Ich habe schon von dem Mord gehört. Es tut mir sehr leid. Allerdings weiß ich nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Mich würde interessieren, warum sie kündigen wollte. Das hatte wohl mehr persönliche Gründe. Und was heißt das konkret? Ja, sie wollte sich einfach verändern. Örtlich und beruflich. Weg von ihrem Mann, in einer anderen Stadt neu anfangen. Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen? Das war vor circa einer Woche hier in der Praxis. Sie hat sich völlig normal verhalten, eigentlich wie immer. Sie waren auch der Hausarzt von Jessicas Tante? Ja, richtig. Gab es da irgendwelche Zweifel an einer natürlichen Todesursache? Nein, sie ist an altersbedingten Krankheiten gestorben. Mehr kann ich Ihnen allerdings zu diesem Fall nicht sagen. Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch über den Tod hinaus, aber das wissen Sie sicherlich. Danke, Herr Doktor. Gerne geschehen. Ach, haben Sie Jessica gut gekannt? Wir waren befreundet. Aha. Caroline, kommen Sie bitte mal. Sofort. Jessica sich bedroht? Nein. Gut, sie hatte Ärger mit ihrem Mann, das schon, aber bedroht, naja, fühlte sie sich nicht. War irgendwas auffällig in ihrem Verhalten? Nein. Nichts Wichtiges. Es gab einen Streit, circa eine Woche vor ihrem Tod. Mit wem? Mit einer Frau, die Jessicas Tante betreut hat. Frau Kentrup? Kennen Sie? Flüchtig. Worum ging es bei dem Streit? Jessica wollte, dass sich Kentrup von ihrer Tante fernhält. Aber Kentrup hat sich geweigert. Das könnte die Tante schon selbst entscheiden, hat sie gesagt. Was hatte Jessica gegen die Kentrup? Kentrup kümmert sich um alte Frauen, alleinstehende alte Frauen. Verstehen Sie? Da fallen schon mal großzügige Geldgeschenke ab. Oder sie lässt sich eben als Erbin einsetzen. Was hat die Kentrup in der Praxis gemacht? Sie besorgt auch die Medikamente für die Frauen. Dann wusste Jessica, um welche Patienten die Kentrup sich kümmert. Mal angenommen, jemand hilft beim Tod der alten Leute ein bisschen nach. Wie meinen Sie das? Normalerweise unterschreibt doch der Hausarzt oder der Notarzt den Totenschein, oder? Worauf wollen Sie denn hinaus? Würde es dem Hausarzt auffallen, wenn die alten Leute krank sind und der Mörder sich geschickt genug anstellt? Nee. Vom Teufel spricht. Frau Heukrewe ist tot. Und niemand wird sie uns zurückbringen. Es wird Ihnen nicht gelingen, sich da rauszureden. Sie tragen die Verantwortung. Moment. Hier müssen mal die Fakten geklärt werden. Es sind ein paar schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden. Zu Recht, junge Frau, zu Recht. Und ich habe Sie gewarnt, nicht wahr? Ja, ja, aber... Komm, Rosi, wir kümmern uns lieber um Menschen, die das verdient haben. Komm. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Jetzt? Ich hoffe nur... Was? Ach, werden wir sehen. Sie meinen... Ja, sie könnte sich an die Journalisten wenden. Bitte? Warum laufen Sie mir nach? Vielleicht sollte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Das müssen Sie nicht. Ich hätte auch nicht so allergisch reagieren müssen. Stimmt. Meine Schwester war viel lockerer als ich. Ich habe sie immer beneidet. Ich konnte jeden Typen um den Finger wickeln. Können Sie doch auch, wenn Sie wollten. Vielleicht habe ich ja Angst, dass ich mir im entscheidenden Moment eine Rippe breche. Das reden Sie sich nur ein. Schon möglich. Und Sie? Sie sind doch auch allein. Sieht man mir das schon an? Gehört das nicht zum Repertoire des zynischen Privatdetektivs? Sie lesen zu viel Romane. Vielleicht. Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Ich bin auf was gestoßen, was ich unbedingt überprüfen muss. Also doch nur ein Privatdetektiv. Na? Lernst du für die theoretische Prüfung?
Ich würde auch gerne praktische Erfahrung sammeln, aber lässt mir keine Chance. Es gäbe ja vielleicht eine Möglichkeit. Hey, hast du es dir anders überlegt? Okay, wen soll ich beschatten? Ich habe da eine andere, sehr interessante Aufgabe für dich. Ja, welche? Du suchst dir im Stadtarchiv die Todesanzeigen der letzten 6 Monate raus. Ich brauche die Namen aller verstorbenen Frauen, die in Mauritz gelebt haben. Na, das ist ja eine super Aufgabe. Steht das da nicht drin? Das A und O der erfolgreichen Detektivarbeit ist die beinharte Recherche. Und was machst du in der Zwischenzeit? Etwas, das in keinem Lehrbuch steht. Entschuldigung. Nicht daran. Haben Sie das gelesen? Lieb mich nicht mehr. Aus zwischen uns. Dann ist er ja aus dem Haus gerannt. Und Sie sind ihr gefolgt? Nein, bin ich nicht. War völlig fertig. Wollte bei Susanne übernachten. Aber da ist sie nie angekommen. Mehr weiß ich nicht. Glauben Sie mir, ich habe sie nicht umgebracht. Hat Jessica das Geld ihrer Tante genommen? Was? In der Wohnung der alten Dame gab es eine Menge Bargeld. Nach ihrem Tod war es weg. Woher wissen Sie das? Hat Jessica es genommen oder nicht? Nein, sie dachte, Susanne hätte es. Ich habe gesagt, lass sie das nicht gefallen. Schließlich gehört ihr die Hälfte. Also ich meinte, Susanne braucht es nötiger. Hände auf den Tisch! Rainer Wiedemann, wir verhaften Sie wegen des Verdachts des Mordes an Ihrer Frau Jessica. Sie haben das Recht zu schweigen und sich einen Anwalt zu nehmen. Alles, was Sie von jetzt ab sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Ich bin kein Mörder. Darüber sprechen wir im Präsidium. Glauben Sie mir das? Kommen Sie. Los jetzt.
Hallo, Georg. Hallo, Anna. Na? Ich wollte ihn überreden, sich zu stellen. Natürlich. Allerdings glaube ich nicht, dass er der Mörder ist. Würde mich wundern, wir wären einmal einer Meinung. Habt ihr den Tod von Jessica Stante mal untersucht? Wozu? Vielleicht besteht ja eine Verbindung zum Mord an Jessica. Welche? Die alte Dame wurde bestohlen, vor oder nach ihrem Tod. Die alte Dame ist meines Wissens eines ganz natürlichen Todes gestorben. Diebstahlsanzeige liegt nicht vor, ist nicht mein Bier, Georg. Ach, Anna, was ist mit meiner Tür? Hattest du Besuch? Overbeck. Hatte keine Zeit anzuklopfen. Was hat denn Overbeck hier gesucht? Den Mörder von Jessica. Jessica ist tot? Ja. Und ich muss weg. Rainer Wiedemann ist verhaftet worden. Hat er gestanden? Nein. Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er Jessica ermordet hat. Übrigens hat Jessica geglaubt, dass sie das Geld ihrer Tante genommen haben. Ich? Das ist doch Unsinn. Aber wenn Jessica es nicht hatte und ich es auch nicht habe? Dann muss es jemand anders gestohlen haben. Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte? Nein. Ich habe Probleme mit der Wirbelsäule. Ich muss regelmäßig Übungen machen, wenn ich mir nicht gerade den Arm verstaucht habe. Aha. Ich habe Osteoporose. Das ist doch diese Krankheit. Eine Krankheit, unter der vor allem alte Frauen leiden. Ja, und in seltenen Fällen ist sie eben auch genetisch verursacht. Entschuldigung, dass ich so blöd frage. Keine Ursache. Bei Osteoporose nimmt die Knochendichte ab. Und man bricht sich leichter den Arm. Manchmal genügt eine falsche Bewegung. Dann sind Sie gar nicht vom Fahrradfahrer angefahren worden. Ich bin versehentlich gegen einen Türrahmen gestoßen. Ich würde mir gerne die Wohnung Ihrer Tante ansehen. Was wollen Sie da suchen? Das weiß ich erst, wenn ich es gefunden habe. Tod aus Verzweiflung. Wurde alte Frau durch Bauprojekt in den Tod getrieben? Oder hier? Manchmal müssen Leute auch aus ihren Wohnungen vertrieben werden, sagt Bauamtsmitarbeiter Manfred Höch. So habe ich das nicht gesagt. Warum haben Sie überhaupt was gesagt? Ja, weil... Der Schreiber hatte von vornherein die Absicht, uns eins auszuwischen. Wie auch immer. Wir wollen das Bauprojekt als Segen verkaufen und nicht als Fluch. Also sorgen Sie dafür, dass die Sache wieder gerade gerückt wird. Natürlich. Wie? Ja, was weiß ich. Finden Sie heraus, dass die Frau schon lange todkrank war? Beschaffen Sie Zeugen, die behaupten, dass sie gerne umgezogen wäre. Tun Sie, was nötig ist, aber halten Sie mein Dezernat aus negativen Schlagzeilen heraus. Danke. Das ist vorläufig alles. Haben Sie schon was gefunden? Margot Reimers. Die Nachbarin. Und Dr. Thalheim? Der Hausarzt meiner Tante. Hat Jessica nicht bei einem Arzt gearbeitet? Ja, bei Dr. Thalheim. Und warum wollte sie kündigen? Sie wollte kündigen? Davon hat sie mir überhaupt nichts erzählt. Hätte eine Idee, was wir tun können? In dem Zeitungsartikel wird eine Helga Kentrup zitiert. Hm? Ich denke, wir sollten uns schnellstens mit ihr in Verbindung setzen. Jetzt? Ja. Kann ich Sie irgendwo absetzen? Ich kann mich nach Hause bringen. Susanne. Mein Beileid. Danke. Der Tod Ihrer Schwester muss Sie schrecklich getroffen haben. Mein Gott, so viel Unglück. Erst Ihre Tante, jetzt Ihre Schwester. Entschuldigen Sie mich. Ich muss noch zu Frau Reimers. Der geht's heute auch gar nicht gut. Hm.
Frau Kentrup ist sowas wie der gute Engel des Viertels. Sie hilft alten Leuten. Für meine Tante hat sie auch manchmal Besorgungen erledigt. Was haben Sie jetzt vor? Wir wollen mit Dr. Thalheim reden. Vorsicht! Sie müssen jetzt hier nicht den Beschützer spielen. Es gibt keinen Grund, mich wie ein rohes Ei zu behandeln. Tut mir leid. Ja, mir tut's leid, dass ich Ihnen überhaupt von meiner Krankheit erzählt habe. Nee, war mein Fehler. Soll ich Sie jetzt nach Hause fahren? Ich gehe lieber zu Fuß. Ich möchte noch ein bisschen frische Luft schnappen. Mein Freund, weil Sie glauben, ich verdächtige Sie. Weit gefehlt. Ich halte Sie für den Täter. Sie haben kein Alibi. Sie haben ein verdammtes Motiv. Sie, nur Sie können es gewesen sein. Sie irren sich. Ich habe Jessica nicht umgebracht. Gut, haben Sie einen Vorschlag? Wer soll es gewesen sein? Das weiß ich nicht. Raus! Okay. Das Ganze nochmal von vorn. Ja, Kirsten, wie immer. Ansatzfarbe, Spitzenschein. Was? 7:30 Uhr morgen, na gut. Im Obduktionsbericht steht, dass Jessica Wiedemann mit einer Chemikalie betäubt worden ist, die landläufig auch bekannt ist unter dem Namen K.O.-Tropfen. Aha, dann war es einfach für den Täter, sie zu erwürgen. Die Spurensicherung hat Jessicas Wagen untersucht. Aufgrund der Kleiderfasern lässt sich rekonstruieren, dass sie auf der Beifahrerseite gelegen hat. Dann war sie entweder betäubt oder schon tot, als der Täter sie in den Wald gefahren hat. Allerdings hat der Täter keine Fingerabdrücke hinterlassen. Das ist aber noch nicht alles. Es wurden noch einige Hundehaare gefunden. Aber Wiedemanns haben doch gar keinen Hund. Nee. Aha, ja, und was für ein Hund? Das rauszufinden, das wird nicht so einfach sein. Dann wird's schwierig. Sie schaffen das schon, Overbeck. Guten Tag. Tag. Ich würde gerne Dr. Thalheim sprechen. Caroline? Herr Thalheim, da möchte Sie jemand sprechen. Es geht um Jessica Wiedemann. Sind Sie von der Polizei? Nee. Ich bin Privatdetektiv, aber ich arbeite für... Pflanzenbänken und so weiter und so weiter und so fort. Schön. Und das ist alles in trockenen Tüchern, ja? Ja, die Planung steht, die finanzierungsgesichert. Es gibt noch ein kleines Problem, aber... Und welches? Das Haus hier muss noch abgerissen werden. Die meisten Mieter sind schon ausgezogen. Der Rest ist auch bereit auszuziehen, bis auf eine alte Dame. Und was ist mit der alten Dame? Ich habe sie mehrfach angeschrieben. Sie antwortet nicht. Das sollte ziemlich rasch geklärt werden, bevor die Presse davon Wind bekommt. Finden Sie nicht auch? Natürlich, ja. Was halten Sie davon, mit der alten Dame zu sprechen? Gut. Gut. Jetzt? Was kann ich für Sie tun? Ich suche Jessica Wiedemann. Der Mann sie geschickt. Jetzt hören Sie mal, es ist kein Grund, handgreiflich zu werden. Das hatte ich auch nicht vor, wenn Sie mir sagen, wo sie ist. Das alles ist ein Missverständnis. Jessica hat von Anfang an mehr von unserem Verhältnis erwartet als ich. Ich hatte nie vor, meine Ehe aufzugeben. Ach, so war das. Jessica verlässt ihren Mann, kommt zu Ihnen und Sie sagen, oh nein, danke, Liebling, war gar nicht so gemeint. Nein, so war das nicht. Sondern... Wir haben uns einige Tage nicht gesehen. Und das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, da war sie in einer Art Aufbruchsstimmung. Wollte ihren Job als Arzthelferin aufgeben und von vorne anfangen. Wo ist sie jetzt? Das weiß ich nicht. Ehrlich. Rufen Sie mich an, wenn sie sich bei Ihnen meldet. Ja, klar. Ach, das blaue Auge. Hat Ihnen Jessicas Mann das verpasst? Nein, das war meine Frau.
Kaltgrippe. Tja, sieht so aus, als wenn die alte Dame nicht da wäre. Sieht so aus. Dann sollten wir morgen nochmal wiederkommen. Sicher. Mensch, Georg, wo bleibst du denn? Der Freund ist wohl ein bisschen unzuverlässig, was? Ach, eigentlich kenne ich ihn so gar nicht. Wenn Sie wollen, können Sie mit mir fahren. Ja, gerne. Ist nett. Hallo? Entschuldigung. Sie sehen aus, als hätten Sie was mit dem Neubau zu tun. Die Planungen werden bei der Stadt von mir geleitet. Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, was es für alte Leute bedeutet, wenn sie aus ihren Wohnungen vertrieben werden? Wir schaffen ihnen ja hier ein besseres Zuhause. Ja, aber viele können sich so eine Seniorenresidenz gar nicht leisten. Oder wollen nicht weg. Die leben seit 30 Jahren oder länger hier. Die verkraften das nicht, dass sie hier raus sollen. Begreifen Sie jetzt, warum wir unbedingt mit der alten Dame reden müssen? Morgen. Morgen? Ist fast Mittag. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht mehr so viele Stunden im Laden arbeiten werde. Na, für den Fall, dass du in meine Detektei einsteigst. Aber du steigst ja nicht in meine Detektei ein. Und schon Fortschritte im Fall Jessica Wiedemann? Nein. Wo ist denn der Zettel mit der Adresse von ihrer Schwester? Susanne Diepenbrock. Na hier, da, wo alles hingehört. Danke. Hast du mal darüber nachgedacht, eine vernünftige Klientendatei anzulegen? Quatsch! Kommen Sie rein. Wissen Sie, wo Jessica steckt? Leider nein. Hatten Sie einen Unfall? Ach. Fahrradfahrer hat mich angefahren, ist halb so schlimm. Nur eine Verstauchung. Ich komme schon zurecht, auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Kann ich Ihnen behilflich sein? Na gut, ich habe eine Aufgabe für Sie. Namens Biereichel? Nein, wer soll das sein? Jessicas Freund. Könnte sein, dass er irgendwo ein Ferienhaus hat, in dem Jessica sich versteckt hat. Was soll ich jetzt machen? Passen Sie auf, dass die Zwiebeln nicht anbrennen. Dann geben Sie das Hackfleisch und dann die Tomaten in die Pfanne. Selbst wenn es so ist, wie Sie sagen, ich begreife einfach nicht, warum Jessica nicht zur Beerdigung unserer Tante erschienen ist. Wohin ist Ihre Tante eigentlich gestorben? Die war alt und krank. Eins spricht allerdings für ihre Vermutung, dass Jessica sich versteckt. Unsere Tante hatte jede Menge Bargeld im Haus, weil sie den Banken misstraute. Aber nach ihrem Tod war das Geld verschwunden. Und glauben Sie, Jessica hat's genommen? Ich kann's mir nicht vorstellen. Andererseits frage ich mich, was ich wirklich über Jessica weiß. Die haben wir im Wagen gefunden, der oben auf dem Weg steht. Jessica Wiedemann. Und sie war verheiratet. Ach, das wissen Sie. Ihre Schwester war gestern im Präsidium. Wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber Sie kennen ja die Vorschriften. Und da haben Sie erfahren, dass sie verheiratet ist? Ja. Warum meldet die Schwester Sie vermisst und nicht der Ehemann? Komisch. Also schaffen Sie den Ehemann mal her. Okay. Was mache ich mit der Schwester? Ruf ich selber an. Gut. Oberbeck.
Also, ich gehe dann mal. Das Essen reicht für zwei. Ich würde mich freuen, wenn Sie bleiben. Ja? Was? Wo? Was ist passiert? Jessica ist tot. Alles in Ordnung, wenn du meinst? Alles nur Routine. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Sie ist seit 36 bis 48 Stunden tot. Die Druckspuren am Hals deuten darauf hin, dass sie erwürgt wurde. Allerdings sind an ihren Händen und Fingernägeln keine Kampfspuren zu erkennen. Ja, und was sagt mir das? Normalerweise kratzt und schlägt man um sich, wenn man gewürgt wird. Vielleicht ist sie vorher betäubt worden. Näheres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Den Satz habe ich schon mal gehört. Sehen Sie das? Die Holtgräfe ist wohl verreist. Was haben Sie denn jetzt vor? Wenn man verreist, bestellt man ja wohl die Zeitungen ab. Meinen Sie nicht? Durch. Was machst denn du hier? Ich bin nur der Chauffeur. Aha. Elsberg, das Prinzip Zufall. Wer der Mörder ist, weißt du schon, ne? Sollst dich um den Ehemann kümmern. Mit der Ehe stand's nicht zum Besten. Danke für den Tipp. Das wusste ich schon. Warum fragst du dann? Schwester hier. Wissen Sie das? Wollte sie jemanden treffen? War sie Anna, mit du siehst doch, sie ist nicht in der Lage, Fragen zu beantworten. Können Sie morgen ins Präsidium kommen? Ja. Kann ich Sie jetzt nach Hause fahren? Ja, bitte. Ach, und Georg? Ja. Nix. So, bitteschön. Danke. Sie scheint friedlich gestorben zu sein. Hier steht die Nummer vom Hausarzt. Den sollten wir dazu holen.
Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir haben Schuhspuren gefunden, die vom Täter stammen könnten. Gut, danach nehmt ihr euch bitte das Auto von der Wiedemann vor. Gründlich. Halt, wo ist denn der Oberbeck? Der ist zum anderen Todesfall gerufen. Und wo ist bitte der Ehemann, dieser Rainer Wiedemann? Er ist verschwunden. Ist nicht wahr. Fahndung. Und ich will, dass jeder Streifenpolizist ein Foto von ihm hat. Wird gemacht, Chef. Guten Tag. Dr. Thalheim, ich bin der Hausarzt von Frau Holtgräber. Guten Tag. Danke, ich Sie können gehen. Weshalb war sie bei Ihnen in Behandlung? Frau Holtgräber hat ein schwaches Herz. Gibt es irgendwelche Anzeichen für Fremdeinwirkung? Nein, ach was. Sie ist eines natürlichen Todes gestorben. Herz-Kreislauf-Versagen. Es tut mir leid, aber meine Sprechstunde läuft noch. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben... Ja, geht klar. Ach, denken Sie bitte an den Totenschein. Ja, selbstverständlich. Falls Sie diesen Mann sehen, verständigen Sie uns sofort. Warte mal. Das ist doch der Mann, den ich vor Wiedemanns Haus gesehen habe. Ja, logisch. Der wohnt ja auch da. Sag mal, und den hast du einfach laufen lassen? Woher sollte ich denn wissen, dass der ein Mörder sein soll? Komm jetzt. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ich mache ihn einen. Gerne, danke. Ah, was sagen Sie zu dem Tod der alten Frau in Mauritz? Woher wissen Sie davon? Sie soll die Aufregung wegen des erzwungenen Umzugs nicht verkraftet haben. Wir bauen Wohnungen speziell für alte Leute. Ach, und vorher werden die, die dort leben, aus ihren Wohnungen vertrieben. Natürlich muss auch mein altes Haus abgerissen werden. Und dafür... Dabei gehen Sie über Leichen. Das sind doch alles nur Gerüchte und wilde Spekulationen. Daran werden wir uns nicht beteiligen. Genau. Sie werden die Fragen noch beantworten müssen. Meine Winkel, wir gehen... Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wofür? Ist mir furchtbar peinlich, aber ich kann Ihre Dienste nicht bezahlen. Ich habe keinen Job mehr, weil ich in meinem früheren Beruf nicht arbeiten kann. Machen Sie sich über mich keine Gedanken. Ich habe es gern getan. Alex! Alex! Was wollen Sie denn hier? Ich muss mit Ihnen sprechen. Sie müssen nicht mit mir sprechen, sondern mit der Polizei. Ich habe Jessica nicht umgebracht. Ich weiß, dass alles gegen mich spricht. Aber ich hätte ihr nie was antun können. Was wollen Sie dann von mir? Ich brauche jemanden, der mir hilft. Die Polizei wird versuchen, mir den Mord anzuhängen. Oder ohne Hilfe bin ich verloren. Tut mir leid, ich habe schon eine Klientin. Räumen Sie schon mal den Tisch ab. Wagen 28 an Zentrale. Aber Sie haben doch auch eine Freundin.
Ja, klar. Eheprobleme wie überall. An dem Abend, Jessica und ich, wir hatten einen heftigen Streit. Hat gesagt. Weniger Stunden im Laden arbeiten und darf in deine Detektei einsteigen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Ist keine Arbeit für dich. Was soll ich zwischen den alten Schinken vermodern oder was? Ich möchte mal wieder was mit Menschen zu tun haben. Du verpasst gerade eine gute Gelegenheit. Kundschaft. Ja, bitte. Ich suche die Detektei Wilsberg. Da sind Sie ja genau richtig. Worum geht's denn? Meine Schwester, sie ist verschwunden. Was heißt denn verschwunden? Ich kann sie nicht mehr erreichen. Nicht zu Hause, nicht auf der Arbeit. Unsere Tante ist vor kurzem gestorben und gestern war die Beerdigung und Jessica ist nicht erschienen. Es passt überhaupt nicht zu ihr. Ich mache mir Sorgen. Waren Sie denn schon bei der Polizei? Ja, aber die sagen, dass sie vorläufig nichts unternehmen können, solange nicht 48 Stunden vergangen sind. Ich möchte, dass Sie Jessica suchen. Gibt es denn Gründe für ihr Verschwinden? Naja, Jessica hat Probleme mit ihrem Mann. Sie will Rainer verlassen. Warum behandelt er sie schlecht? Alex. Wieso? Ist eine berechtigte Frage. Gibt es einen anderen Mann? Ja, aber Jessica will seinen Namen nicht verraten. Es könnte also sein, dass sie mit dem neuen Freund weggefahren ist, ohne jemandem was davon zu sagen. Ja? Nein. Jessica ist meine jüngere Schwester. Die würde sowas nicht tun, ohne es mir vorher zu erzählen. Gerade jetzt nicht. Manchmal täuscht man sich auch in Menschen, gerade wenn sie einem nahestehen. Also selbstverständlich sind wir bereit, den Fall zu übernehmen. Wir brauchen allerdings noch einige Angaben. Danke. Ich habe alles aufgeschrieben. Jessica wohnt in Mauritz. Foto. Dann brauchen wir noch Ihre Adresse und der Tarif beträgt 40 Euro die Stunde plus Spesen und 300 Euro im Voraus. Ich habe leider nicht viel dabei. Reicht das für den Anfang? Ja, ich denke schon. Danke. Wiedersehen. 60 Euro, ey. Hast du prima hingekriegt. Wieso? Wenn du keinen Bock hast, kann ich den Fall doch übernehmen. Dazu fehlt dir die Erfahrung. Ja, woher soll ich die auch bekommen, wenn du mich nicht lässt? Wie willst du denn jetzt nach Mauritz kommen? Du weißt ja gar nicht, welchen Bus du nehmen musst. Mist. Das ist selbstverständlich, Frau Schäfer. Ich habe das Bauvorhaben ja von Anfang an betreut. Vor Ort? Jetzt? Warum nicht? Ich könnte in einer halben Stunde da sein, ja? Hallo, Manni. Oh, das tut mir leid. Nee, ich habe jetzt einen dringenden Termin. Komm.
kennst dich doch im Nahverkehr viel besser aus. Eben, und die Busverbindungen nach Mauritz sind nicht besonders gut. Nach Mauritz? Ja, da ist es so langweilig, da ist es schon eine Sensation, wenn Mülleimer umkippt. Da willst du doch bestimmt nicht hin, oder? Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht über das Altwerden? Wie meinst du das? Na, wenn uns das Treppensteigen schwerfällt und das Einkaufen. Geht's dir nicht gut? Ja, mir geht's ausgezeichnet, aber wir müssen auch an später denken, weißt du? Naja. Ja, ich plane da in Mauritz ein ganz interessantes Projekt. Seniorenfreundliches Wohnen. Rollstuhlgerecht mit einer kleinen, schnuckeligen Sozialstation. Super, Manni. Ja, wir können uns ja natürlich auch eine Haushälterin nehmen, von meiner Pension leben und zusammenziehen. Dann lieber früh sterben. Das Projekt, das du planst? Klar, was denkst du denn? Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Das Projekt ist ja quasi mein Baby. Guten Tag. Manni. Er kommt für eine halbe Stunde. Kauft ihr nicht mal ein eigenes Auto, ja? Gute Idee. Können wir anfangen, Herr Höch? Ja. Wilsberg. Ich komme wegen des Autos. Wieso? Ihre Frau will mir ihr Auto verkaufen. Jessica Wiedemann ist doch ihre Frau, oder? Jessica, wie was? Hat sie nichts davon erzählt? Meine Frau ist nicht da. Ja, und das Auto? Mit dem ist sie weggefahren. Wiedersehen. Hören Sie, ich bin extra aus Münster hierher gefahren. Ich habe sie nicht eingeladen. Dann ist ihre Frau bestimmt bei ihrem Freund, oder? Wollen Sie, dass Ihre Nachbarn das mitbekommen? Und wie war's? Was? Na, die Party. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Sie hat gesagt, falls sie nicht zu Hause ist, dann sei sie bei diesem, Jessicas Freund ein Maler? Verschwinden Sie. Ich verstehe ja, dass Sie die Bilder abgehängt haben. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Sie sollen verschwinden, Scheiße, nochmal. Sagen Sie mir einfach seinen Namen und ich bin schon weg. Raus! Okay, okay. Es geht ja nur um das Auto. Raus. Was wollen Sie denn eigentlich mit so einem kleinen Japaner? Ist für meine Tochter. Meine Frau hat kein japanisches Auto.